Hallo, meine Lieben, heute stelle ich euch die französische Bulldogge von Schleich vor. Also, es ist, wie es ist. Eine Schleichfigur habe ich auch mal bekommen von jemandem. Bekannte von mir haben dann nicht mehr unbedingt so einen kleinen Hund gewünscht haben, weil man bekommt ja von so Bekannten, die wohl jetzt nicht so viel Geld ausgeben, weil ich wollte halt nicht, dass sie jetzt arm werden. Dafür habe ich dann auch noch diesen Hund dazu bekommen, meine französische Bulldogge. Einfach süß, sie sieht lustig aus. Und ich finde diese Figur relativ süß. Ihr seht hier das jetzt etwas schlecht durch die Kamera. Aber die ist auch so ein bisschen so schwarz-weiß wie ungefähr. Bloß, dass halt die französische Bulldogge, der Darian, nur ein weiß hat und ein schwarz. Sieht schon lustig aus. Aber ich finde diese Figur, sie sieht auch relativ schön aus, ja. Relativ schön mit anzusehen, sie kostet nicht so viel. Ich tue mir immer, wenn ich so einen Hund kaufen möchte, und der ist auch von Schleich, sieht man ja auch. Man sieht den Schwanz fast gar nicht, denn der hat halt auch die schönsten Details eigentlich, was man eigentlich zu einer französischen Bulldogge erwarten würde. Ich finde, ich hätte davon jetzt. Sie ist zwar kleiner wie der Boston Terrier. Ich zeige euch mal, wie groß der Boston Terrier ist. Ich stelle den Hund nochmal hier daneben und stelle den anderen Hund, den Columbus, mal hier hin. Seht ihr, wie klein die ist? Ich stelle die beiden wirklich nochmal daneben. Schau mal, wie klein der ist und schau mal, wie riesig der ist. Es ist der Riese zwischen die französische Bulldogge. Ja, man sieht schon, da sieht man schon den größten Unterschied. Ihr wisst, ich lasse den Link euch einfach in der Beschreibung und so. Also, falls ihr irgendwas wissen wollt von diesem Hund, falls ihr ihn auch kaufen wollt, könnt ihr euch ihn gerne anschauen. So teuer sind die ja nicht. Ich stelle den Columbus mal lieber wieder zurück. Ja, ich finde wirklich, der Hund hat echt einen schönen Platz in meiner Sammlung verdient. Ihr seht schon lustig aus, aber ich darf nicht lachen im Video, weil sonst kann ich das Video nämlich nochmal machen. Und so sieht das Ganze nochmal aus. Also ich bin total zufrieden. Also ich rede einfach nur und zeige euch einfach mal ein paar Figuren, die wo ich vor kurzem neu bekommen habe. Manche sind älter. Ist mir aber relativ egal. Und das war's in dem Video zur französischen Bulldogge namens Darian. Haut rein, Leute. Ciao!